Und damit ein Moin Moin und herzlich willkommen zurück hier bei Gothic 3. So, ich bin mal ganz ehrlich, ich weiß nicht, wo wir waren. Neue Aufnahmesession, aber ich denke mal. Okay. Ich kümmere mich um die Hühe auf dem Viehhof. Weißt du, das machen wir einfach mal. Ich kümmere mich um die Kühe auf dem Viehhof. Was? Wirklich? Das wäre fantastisch! Du wirst sehen! Die Söldner werden bald aufgeben, wenn die Rinder tot sind. Wir werden sehen. Weißt du, es ist zwar... Kann ich? Zu schwer. Okay, schade. Es ist zwar ein Tiefschlag für die Söldner, dass ich die Kühe dann kaputt mache. Aber im Gegenzug dafür kriegen wir ja, glaube ich, den Kontaktmann der Rebellen. Und ich denke mal, das ist ein Opfer, das man gerne mal machen kann. Oh, Goblin wäre nice. Ich habe auch vorhin reingeguckt vor der Aufnahme. Mason Gelford. Ich glaube, das war der Paladin aus Redtok. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber das möchte ich vorher noch mal kurz abchecken. So, da wären wir. Zack, und da haben wir auch schon direkt Gelford hier. Ach, tatsächlich. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine. Einfach nochmal gucken. Gerd der Axt. Orktöter. Schwert kaum. Das ist eine Einhand. Ich glaube, von hier brauchen wir dann nichts wirklich. Ja, egal. Aber Sachen kann ich verkaufen. Das Paladin-Schwert behalte ich mal. Das kann weg, das kann weg. Die können weg. Einer davon kann weg. Piratenkleider ist leider nur eins wert. Behalte ich aber trotzdem mal. Ein Schädel 1000. Krass. Das verkaufe ich doch gerne. Sogar Gold austauschen. Zack, zack. Hier. Mason hat sie wirklich nicht mehr alle. Du hast ihn gefunden? Ja. Und es waren bestimmt 3 Oger. Was für Oger? Vergiss es. Er hat viel mitgemacht, aber es ist gut, dass er noch lebt, auch wenn er nicht ganz richtig im Kopf ist. Momentan lebt er noch. Was soll das heißen? Sein Rebellentrupp plant einen Angriff auf die Stadt Montera. Auf die Kühe der Söldner hat er es auch abgesehen. Er ist so gut wie tot. Er hat sie wirklich nicht mehr alle. Hoffentlich kommt es nicht so weit. Tja, ja, ja. Tja, ja, ja. Mal schauen, mal schauen. So, dann möchte ich direkt zurück. Habe ich denn überhaupt einen nach... Oh Gott. Wäre blöd, wenn wir jetzt keinen Teleportstein nach Montera hätten. Hoch. Okay. Das ging jetzt doch ein Stück besser. Ja, hier haben wir die Kühe. Und... Ich speichere mal. Ich speichere mal, weil ich Angst habe. Bleib dran! Oh, das war jetzt blöd. Komm zurück! Du freche Milchkuh. Wow. Ich bin der beste Kuhmörder ever. Ever. Ich glaube, ich will das gar nicht hören. Machen wir es jetzt so. Nicht mal das kriege ich hin. Was kann ich eigentlich? Gar nichts. Es wird doch stehen, du verdammte Kuh! Oh, ist das dein Ernst? Hey, ihr Rebellen, ich mach das, was ich machen soll, aber... Wie man sieht, ich bin einfach zu blöd für. Ja, machen wir es halt so. Dein fucking Ernst? Besiegt von einer schnöden Milchkuh. Unglaublich. So vielleicht. Ja toll, der schnelle Angriff ist nicht schnell genug. Ah! Du musst es halt. Okay, dass mir das jetzt so Schwierigkeiten bereitet, hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Ich hoffe, die anderen Kühe sind angenehmer. So, ja, da sind wir jetzt wieder hier. Und dann hoffe ich, dass die nächsten Kühe... Ah, fuck.
Okay. Ja, es hat besser geklappt. Das freut mich. Das ist aber gut, dass die sich darüber auch, ja, es kümmert sie nicht, dass ich die Kühe töte. Vielleicht ist das so, weil ich, guten Ruf bei denen hab. Hey, lass das! Ja. Achso, cool. Es greift der an. Ist denn ernst? Wolltest du so? Nur weil ich aus Versehen ein Schwein getötet habe? Ja, es ist. Der Mistkerl hat. Wie sieht's aus? Ich weiß. Zu schwer. Hätte ja klappen können. Gut. Okay, die sind mir einfach gar nicht böse. Der Bauer war, der Sklave. War ein bisschen angepisst, dass wir das Schwein abgehackt haben, aber der Rest, die Kühe, sind denen egal. Haben wohl die Schnauze voll von Milch. Okay, toll. Den laufe ich jetzt nicht hinterher. Ich mache das ein bisschen klüger. Geh einfach schlafen. So, sag bis zum nächsten Morgen oder so. Dann haben die Kühe bestimmt genug Auslauf gehabt. So. Nö. Okay, Plan ist nicht aufgegangen. Muss ich halt warten. Dann muss ich halt... Was ist das da hinten? Ist das eine Höhle? Hier sind die. Die hätten ja aber auch vorhin noch mal eingreifen können, als die Kuh abgehauen ist. Okay, hier sind aber Bisons. Da sind die Kühe sogar. Yep. Schauen wir mal, wenn ich mich beeile, ob ich das dann... Ja, eine Kuh zumindest. Ist schon mal besser als gar nichts. So. Zack, zack. Ist die Frage. Ich glaube bei den Bisons, also es gibt Herdentiere, die durch die Welt streifen, so wie Bisons und andere Viecher. Ich glaube, wenn wir einen angreifen, dann geht die Party ab und die anderen greifen an. Falls wir klug genug sind, um die zu treffen. Ja. Das ist an sich keine gute Idee. Aha. Ausgewichen. Was ist so ein Vorteil, dass die alle angreifen? Dann kann man den hier machen. Das bringt auch gute Erfahrung, also. Warum eigentlich nicht? Oh, dann sind Bisons und Bisonfell. Da siehst du, nicht nur, dass wir jetzt knapp 700 Erfahrung bekommen haben. 160, ja, knapp 700. Kriegen wir noch gut Kohle raus. Ist doch nice. Und es sind auch noch zwei da. Die klatsche ich gleich mit weg. Okay. Kann ich das dann auch hier mitmachen, wenn ich oder sowas ähnliches? Oh, kann ich auch machen, cool. Ich muss halt nur drauf kommen, wie man diesen Spin-to-Win-Angriff macht. Dim. So. Ja, nice. Knapp 1000 Erfahrung für eine Herde Bisons und ein bisschen Kohle. Ich denke mal, die letzte Milchkuh ist mittlerweile auch wieder zurückgelaufen. Hoffe ich mal. Dann können wir die Quest abgeben und joa. Ich weiß tatsächlich auch gar nicht. Was sind wir? Das steht auch, glaube ich, gar nicht irgendwo bei, wenn wir einer Fraktion beigetreten sind, ne? Das steht halt nur in Prozenten dann hier. Also es gibt keinen. Klar kann man nicht zu den Orks und zu den Rebellen gehen gleichzeitig. Aber dieses klassische, ich trete den jetzt bei und habe das dann irgendwo stehen, dass ich jetzt Orksöldner bin, haben wir hier, glaube ich, gar nicht. Richtig, aber trotzdem. Alles klar. Muss dann noch überlegen, wo wir als nächstes hingehen. Ich glaube, wir gehen dann nach Gotha, wenn wir hier fertig sind. Und, ja. Bisschen was kann man hier auf jeden Fall machen. So. Wo ist die letzte Milchkuh, verdammt? Was kann denn
denn schon was passieren? War die hier? Nö. Nee, einfach gar nicht. Okay, das ist, da haben wir ein mächtiges Problem. Ja, interessant auf jeden Fall. Was mit dem Schlafen hat ja auch nichts gebracht. Ich mach's trotzdem nochmal. Weil ist ja auch gerade, wir sind nicht bei vollem Leben. Vom Verstand sind wir sowieso nicht. So. Zack. So, ganz kurz. Trotzdem gefällt mir das ja. So. Ist das nervig? Müssen wir jetzt auf die letzte Kuh echt warten, bis die wiederkommt? Wie gesagt, dass sie wiederkommt. So ein bisschen belastend. Gucken, kann ich die Quest jetzt schon abgeben? Erstmal Pause machen. Erstmal Pause machen. Ja. Das heißt, eine verfluchte Kuh fehlt uns noch. Bevor ich mich jetzt hier tot und dämlich suche, warte. Schaue ich mal, ob ich sie irgendwo finden kann. Ja, das ist ein bisschen ungünstig. Ich könnte natürlich auch wieder laden. Zur Not. Aber dann habe ich die Erfahrung von den Bisons nicht. Auch bedenken. Was war das? Ich habe was Weißes gesehen. Oh, geil. Ganz fix. Nice. Wir haben keine Quest-Aktualisierung bekommen. War das jetzt nicht die letzte Kuh? Oh, was machst du mit mir? Oh, Spiel, ey. Was machst du da? So, ich hoffe, das reicht trotzdem. So. Mason, Kühe sind tot. Okay, dann gibt's wohl anscheinend noch mehr. Ja, Montiere. Warte mal. Töte die Kühe, okay. Ich wollte schon sagen, nicht, dass wir jetzt irgendwie die Schweine mit töten müssen. Aber da steht ja genau Kühe. Das heißt. Oh, ja, rutsch runter. Das heißt, irgendwo muss noch eine Kuh rumstehen. Oder zwei. Ungünstig. Ungünstig. Ah, wow, okay, cool. Nee, doch nicht. Wow. Och, Alter. hätte. Okay. Also die Kuh ist tot. Ist keine Kuh mehr. Ja, auch nicht. Also eigentlich sind die Kühe tot. Ich weiß nicht, was die Quest hat, was die Quest will. Ah, das gefällt mir gar nicht. Das gefällt mir gar nicht. Passt nach Nordmann. Okay, das ist gar nicht in der Nähe. Ja. Cool. Und jetzt? Ich sehe hier keine Kühe mehr. Ich glaube hier kein Wort. Bin ich. Wow. Wow. Ich war gerade im Boden drin. Das ist ja. Toll. Okay. Gut. Hast du nichts zu tun? Die Kühe sind tot. Ich kann nicht mehr Kühe töten als da. Ich speichere mal. Auch in der Angst, dass ich das jetzt komplett kaputt gemacht habe. Aber ich mach's trotzdem, weil ich möchte mal versuchen. Ich habe gespeichert, naja. Waffe weg! Ja, alte Schnauze. Aufhören! Ah! Sofort! Ah! So. Wunderbar, Rebell.
So, vielleicht gucken, ob die keine Befehle dabei. Das habe ich nämlich gehofft, dass die irgendwie Befehle dabei hätten. Ich lade mal. Ja, das war also nicht des Rätsels Lösung. Schade, schade. Ich finde, wir sollten uns auch mal bald eine bessere Rüstung zulegen. Die sieht irgendwie nicht ganz so geil aus. Für Gold haben wir 42.000. Ich glaube, dafür könnten wir uns diese eine Rüstung, das Rezept dafür kaufen. Ich meine, was soll ich machen? Es sind keine Kühe mehr da. Ja, deswegen geht es halt nicht weiter, weil keine Kühe mehr da sind. Ich könnte natürlich hinten beim Weizenhof gucken, ob da irgendwas... umständlich. Auf jeden Fall sehr umständlich. Denk darüber nach. Zeig mir deine Ware. Oh. Alter. Am besten du hältst dich da raus. Ja. Die Frage ist, wenn ich das jetzt alles verkaufe. Joa. Eine Herde Bisons 444. Ist okay. Zeig. Hier. 40.000. Bauplan für Thorax Morra-Rüstung. Ich speichere mal. Ich bin jetzt einfach nur mal gespannt, was jetzt. Das wäre dann. Achso, ich mache einfach mal. Tauschen. Ich habe ja gespeichert. Gut, Amboss. Ein Ork-Wappen. Diese Rüstung bietet soliden Schutz gegen jeden Feind. Alter. Muss ich mir mal irgendwie aufschreiben. Eine Sekunde. So, ich habe mir das mal aufgeschrieben. Zeig mal deine Ohren. Ich vergleiche das einfach mal damit. Ja. Gut, das ist natürlich einfach eine normale Orksöldner-Rüstung. Verwitterte Ork-Axt. Na gut, große Waffen 3 haben wir ja sowieso nicht. Okay. Ich guck mal. Schreib mir das mal auf. Und doch gehaut. 35 Goldbrocken, okay. Jeder hat Probleme, ich auch. 10 Hochstahl. Und ein Ork-Wappen. Ah, das ist eine Menge. Aber es ist eine geile Rüstung. Es ist auf jeden Fall eine geile Rüstung. Deswegen lade ich jetzt. Spar mir das Geld erstmal, weil ich kann mir die Rüstung sowieso noch nicht herstellen. Und dann, ja, gucken wir mal. So. Guck trotzdem nochmal. Also Rohstahl kann man auf jeden Fall bei ihm kaufen. Das ist nicht das Problem. Lurker finden wir noch. Ich weiß gar nicht, habe ich das gelernt, die Ausnahme zu nehmen? Reptilien heute nehmen habe ich natürlich nicht gelernt. Muss ich dann auf jeden Fall machen. Dann muss ich noch ein bisschen Jagdgeschick pumpen und dann kann ich das machen. Okay. Motor. Lass dich nicht umbringen, nicht noch mehr Ärger. Ja, vor allem noch mehr. Schlüssel. Gut. Tja.
Das heißt, ich brauche einen Jäger auf jeden Fall. Das dann nochmal zu lernen, weil ich glaube Richtung Treles, Geldern, Selden, irgendwo hier bei den drei auf jeden Fall. Du willst doch nicht einfach so an mir vorbei, oder? Doch. Was gibt es hier in der Burg? Das hier ist die Residenz von Warek dem Großen. Nur selten wird ein Morrer im inneren Kreis dieser Burg geduldet. Verstehe. Lässt du mich in die Burg? Ja, aber benenn dich. Die Jungs da drin trainieren und lassen sich nur ungern dabei stören. Verstehe. Nice. Das hätte ich jetzt tatsächlich nicht gedacht, dass ich da schon reinkomme. Ich hätte gedacht, dass wir noch ein paar mehr Ruf mit den Orks brauchen, weil irgendwie ist es halt, wir haben überall mehr, selbst bei den Assassinen immer. Ja, okay, gut. Ich speichere hier an der Stelle. Auch wenn wir das mit den Kühen nicht abgeschlossen haben oder geschafft haben, was auch immer. Gehe ich in der nächsten Folge doch mal in den Innenhof rein. Also vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao.